Hallo zusammen, heute möchte ich gerne mit euch über das Quadrat sprechen und zwar möchte ich gerne mit einem gegebenen Umfang eine fehlende Seite berechnen. Und dafür notieren wir uns zunächst erstmal die Ausgangsformel für den Umfang des Quadrates, die da lautet 4 mal a. Nun trage ich ein für den Umfang 64 cm gleich 4 mal a und um auf die Seite zu kommen, teile ich das Ganze einfach nur durch 4. A ist gleich. Ich nehme schnell mal eben meinen Taschenrechner, 64 durch 4 ergibt 16. Das heißt also, die Seite A ist 16 cm. Ja, das Ganze üben wir jetzt noch einmal mit einer neuen Aufgabe. Wenn ihr jetzt Stopp drückt, dann könnt ihr die einmal berechnen selber. Und ansonsten könnt ihr gerne natürlich das noch weiterschauen und mit mir das verfolgen. Das heißt also für den Umfang auch wieder die Formel 4 mal a, da ich ja 4 mal die Seite habe. Und jetzt trage ich meine 148 cm ein. Für meinen Umfang ist gleich 4 mal a. Nun teile ich das Ganze durch 4 und erhalte die Seite a. Schnell in den Taschenrechner eintippen, 148 durch 4 ergibt 37 Zentimeter. Das heißt also, meine Seite A ist 37 cm. Ja, wie ihr seht, das geht relativ schnell und ich hoffe, es hat euch geholfen. Schaut gerne mal wieder vorbei und ihr dürft auch gerne einen Daumen nach oben hier lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!